Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter Gimson, Leute. Jetzt haben wir noch ein bisschen Verträge haben wir jetzt ja ein bisschen verlängert. Ding haben wir, Karriere, Jobs. Gucken wir mal, was für neue. Ne? Zurzeit gibt es alles ruhig. Bund, Ding ab. So, jetzt gucken wir mal auf den Kalender. Oder die Tabelle. Du spielst mir mit Dortmund im Supercup im 18. Okay. Da können wir mal die Bundesliga uns mal angucken, Leute. Wer ist aufgestiegen? Oh, Schalke ist wieder dabei, Leute. Oh, Schalke hat es nach oben geschafft. Okay, das ist so. Oh, haben wir was vergessen, oder? Schalke, okay, DFB-Pokal. Wie sieht es in der DFB? Oh, Her Berlin. Oh, Hertha, okay. Laune, okay. Wer. Na, da ist noch nichts mehr. Super. Super. Inter gegen Menu, okay. Champions League, da sind ja nur die Qual erstmal die Qualifikationen. Das sind nur ein deutsches Team. Ja, okay. Dann die Euro League, die Qualifikationen. Hier sind ne? Basel, U Basel kämpft. Conference Cup, wie sieht es mit dem Kommen an? Okay, und jetzt die. Europameisterschaft, wie sieht denn mal, okay, die EU, Niederlande, Kroatien, Belgien, Belgien und Polen. Deutschland hat es mit 2 Siegen, jetzt mir noch zweimal, okay. So, Leute, und jetzt müssen wir mal gucken, wir haben Hund, wie viel Geld haben wir jetzt mit? Okay, Transferding, okay, was ist, okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie, was wir haben. Okay, Anderson wäre halt eine Macht, Alessio, ja. Simon, okay, der 83, 8 einmal, okay, Donnarumma. Christian Früchtl, okay, müssen wir mal. Kobel wäre eine Option, okay. Okay, dann Pierre Bong, die müssen wir mal. Okay, wir müssen. Okay, R2 Bremen wäre. Bremen für den Innenverteidiger wäre 86, okay. Okay, Luki Bako, okay. Der ist für Innen 85, 24. Wie viel wäre mit? Wir müssen 74 für Inka, okay. 85, okay. Okay, dann hätte man. Wäre er eine Option, Alter. Er wäre eine Option, okay, für die Defensive nochmal. Okay, Valverde wäre nicht. Und Tah ist zwar Bilder. Okay, so. Er wäre. Okay, 58, 7 Tonali wäre Hölberg, ehemaliger. Okay, 84 für 6. Bailey, okay. Okay, Ninja, Valverde, Bellingham für den Ab, okay. Frenkie de Jong, Gavi. Alexander, okay, das wäre mal. Okay, mein Ödegaard war. Ödegaard wäre nicht. Siemens ist nur so Messi. Messi ist immer noch dabei, wie es aus. Messi spielt immer noch. Kylian Mbappé, Ronaldo spielt auch noch. Alle 80, okay, muss ich meine. Der ist gut, okay. Phil Foden, Diaz, okay. Aber es. Für die linke Seite, das ist nicht so Torres. Song, Sancho. Okay, Torhüter, wir bräuchten. Er wäre halt mega 88er Wert, okay. Das wäre halt mega. Aber vielleicht. Alle 27 mit 86, okay. 84 müsste man für ihn zahlen. Es wäre halt nicht schlecht, noch ein besserer Innenverteidiger. Ein besserer Innenverteidiger für Ding für den. Ja, es wäre. Ich würde fast sagen, Matip. Gucken wir mal bei Matip, Leute. Ich will mal gucken mal, ob man Primo kriegen für Matip so ein bisschen. Mal gucken, ob man noch einen starken Defensivspieler noch mehr braucht. Dass man noch einen guten. Und Torhüter wäre natürlich auch noch. Ey, Haaland,
Der wäre halt Donnarumma für 100, 107 Millionen. Okay, es wäre eine Option, Leute. Donnarumma zu holen. Wie viel hätten wir? Wir haben 177 Millionen. Wir könnten theoretisch Donnarumma holen, Leute. Wir hätten das Geld für Donnarumma, Leute. Wir könnten Donnarumma holen mit. Wir könnten ihn holen und Matip für Bremen holen. Okay. Das wäre jetzt eine Option. Wir könnten. Das wäre eine Option, Leute. Dass man Donnarumma, aller Donnarumma zu holen, wäre halt. Ja, das wäre halt Donnarumma oder Leute, Kobel. Die zwei wären es halt, Leute. S25, S1. Kobel oder Donnarumma. Ich würde aber fast sagen, wir versuchen es mit Donnarumma mal. Wir könnten 110, machen wir mal 107 Millionen und dann holen wir Donnarumma. Alles. Ja, wir gucken einfach mal. Vielleicht kriegen wir. Machen wir Ulreich, holen wir Ulreich noch, Leute. Dann haben wir Donnarumma so. Und Neuer wird dann so. Ja, wir haben dann Ulreich. Wir haben dann. Ja, Ulreich ist dann da. Aber drei Tore. Wir fast gucken mal, was sie für ihn wollen, Leute. Zwei Marktwert ist 82. Okay, wir könnten den Wiederverkaufspreis hochpushen. Dann machen wir mit Spielertausch, Torhüter. Ich würde sagen, Nübel geht ja, aber ich würde fast sagen, wen nehmen wir mit? Dann wäre Neuer wird da und Nübel und die drei Torhüter wärmer dann. Das heißt dann, okay, drei mehr brauchen, okay, mal gucken mal. 107 Millionen. Schauen wir mal, ob sie für 707 Millionen in ob man für 107 Millionen kriegen könnten, Leute. Wow! Alter, wir kriegen ihn. Alter, für 107 Millionen kriegen wir Donnarumma. Alter, das ist unser aller. Wir haben einfach einen der besten Torhüter, den wir jetzt haben wir jetzt einfach, Alter, Junge, einer der, vielleicht so, ja? Und was mal mit, und dann, ja, Nübel, was mit Nübel und Perez werden, die wäre, Ulreich ist, glaube ich, ach, aber dass man Donnarumma, wir brauchen in der Defensive Spieler, Leute. Er wird fast die neue Nummer 1, Leute, die neue Nummer 1 bei uns, Leute. Neuer wird dann sozusagen im DFB-Pokal spielen, Leute. Die Defensive ist bei uns unser Problem. Ja, wir brauchen einen besseren Torhüter oder Defensive. Und er kriegt die 99, Leute. Er wird die 99 bei uns kriegen. Er kriegt es alle. Wir brauchen bessere Defensivspiel. Defensiv und er. Ja, und jetzt gucken wir mal, was wir mit der Defensiv. Alle. Ich hab mir gedacht, alle. Donnarumma brauchen wir in der Saison, Leute. Oh, Musiala kriegen. Musiala für Duelle. Und Donnarumma wird wahrscheinlich die 98, die 99 kriegen. Okay, und Musiala begrüßen den neuen Top-Torhüter. Okay, Kobel ist ein Jahr jünger wie Kobel, aber ja. Ich würde sagen, kriegt er die 1? Oder die 99? Wir werden mal sehen, alle. Er wird unsere neue Nummer 1, Leute. Aber dass sie ihn nehmen, Paris, Leute. Wo? Dachte ich echt nicht. Dass man wirklich kriegen, Giovanni Luis Donnarumma, Alter. Ja. Und Nübler. So.
Hund, oh, gut, so. Jetzt, das wird so sein, Leute, dass mir ein neuer wird halt. So ein neuer. Nübel wird es halt über. Neuer ist halt, was die neuer wird. Neuer wird. So, und jetzt müssen wir halt ends gucken. Jetzt müssten wir theoretisch noch, jetzt bräuchten wir noch einen guten. So, und jetzt müssten wir mal einen Spieler suchen. Scouts, Scouts. So, und jetzt müssen wir mal gucken, finden wir noch einen guten Defensivspieler irgendwo? Weil ich hätte noch einer, den wir noch holen könnten. Weil offensiv passt das Team, Leute. Offensiv passt das Team, Leute. Offensiv passt unser Team, ja, Leute. Aber wir haben hier ein kleines. Defensivzentrales. Wir haben ein Defensivproblem, Leute. Das ist unser Problem. Er wäre, ob da haben. Wir achten mal. Wir haben Defensivprobleme. Okay, Dias wäre mit 90. Okay, wie viel. Dias wäre eine Option. Okay, 27 mit 90. Okay, das. Okay, der war. Okay, wegen Bon. Okay, wir müssen mal. Es ist. Müssen, wir müssen noch in ihn. Wir brauchen noch einen guten Abwehrspieler, Leute. Wir brauchen. 87, okay, der wäre eine Option. Der wäre eine Option. Mal gucken, ob hier noch ein neuer drin ist. Okay, ja, er ist in Paris. Okay, wir müssen. Okay, er war Ninge. Okay, Innenverteidiger. Okay, 685. Wir brauchen, guck mal, Defensiv-5er. Wir brauchen noch einen starken Innenverteidiger. Okay, er wäre für die rechte Seite gut. Okay, er. Diaz wäre mega. 90. Diaz wäre. Gabriel 26 wäre auch eine Option. Er ist ein Jahr älter. Okay, ja, das wäre. Okay, ne, wir müssen mal, ja, der 85, ja, 5, Rashford, ne? Wir brauchen noch irgendwas innen. Er wäre halt mega, aber pff, das ist halt, der Preis ist halt, ne? 23 linke Flu, wenn er nur, oh Gott, weil, aller Junge, so, ne? Wir müssen halt mal gucken, wie man es mal um, wie, ja, Defensive wäre natürlich. Natürlich nochmal gut, einen Defensivspieler zu kriegen. Und der wäre eine Option. Er wäre eine Option, Leute. Oder Diaz. Diaz wäre halt noch mega. Diaz wäre natürlich die Option schlechthin, Leute. Ja, Diaz wäre wirklich. Ja. Van Dijk wäre eine Option mit 32. Costa 88. Diego. Ah, das ist. Ne? Ah, Diego. Michel, Diego wäre ja auch nicht so, ne? Ob das mal jetzt ein bisschen. Ja, wir hätten ja ein paar Spieler in einem Team. So Team, ne. Okay, die werden eingerufen. Okay, Jugendstab. Und Jugendstab. Da haben wir ja jetzt wieder ein neues Spiel. Wenn ihn könnten wir zu den Profis befördern. So, und jetzt gerade Transferzentral. Okay, so. Ja, sind wir mit Kopa, mit Rensing, ja. Jetzt müssen wir wir müssen gucken mit der Defensive. Wen? Er wäre halt nur James Werner für die rechte Seite. Romero, ne? Okay, der war halt nur der, wenn wir ihn kriegen, aber da müssen wir 63 Millionen zahlen für ihn. Okay, 63. Bootsmann wäre bei 44. Okay.
Okay, okay, Luke Berger. Okay, Conte, okay, dann. Bremer wäre bei 84. Er wäre teuer zu. Er wäre teuer der Lichte. Okay, für ihn wäre 25. Da müssen wir zu viel Leute. Okay. Genau. Rüdiger 38. Okay. Okay, 23, 85, okay. 84 Millionen Valverde. Valverde, 4, gehen Tatimbe. Diaz wäre halt mega. Ah, Diaz ist zu teuer, Leute. Diaz wäre zu kann schon, ne? Okay. Okay, man, wie viel. Warte mal, jetzt schauen wir mal, wie viel Geld man noch auf. Man, 58 Millionen. 58 Millionen haben wir noch. Okay, 58. Okay, jetzt gucken wir mal, was wir noch gucken. Wir haben einen Innenverteidiger, ein Irchener. Er wäre billig, Leute. Tayo Maguire, okay. Romero. Er wäre, da wäre, wenn knapp, okay. Bootsmann wäre halt 74 mit 8. Es wäre halt noch. Okay, Bo. Rüdiger, ja, der wäre mit als jung, okay, 84, okay, weil Gabriel, okay, weil, Mama, du hast doch, wer war das, wo du war doch, er, 74, der Junge ist noch ziemlich gut, okay, mal gucken, mal Kaufvorschlag, mal schauen nochmal, ob man den kriegt, für Martip, wir tauschen ihn für Martip mal aus, leider. 85, ja, das wäre, das ist jung, mal gucken, Leute. Wir wollen ja halt noch ein bisschen noch gucken, Leute. Weil wir werden jetzt auch die Mannschaft ein bisschen drin gucken, ein bisschen Vorbereitung. Dann würde ich Spieler mit Innenverteidiger, würde ich fast sagen, Matip. Mit Wiederverkaufswert 13, dann würde ich sagen. Transfersumme anbieten. 5, na mal 55. Schauen wir mal, was sie für ihn wollen. Da, mal gucken, was sie. Okay, für ihn kriegen Hamas nicht, okay. Weil er wäre eine gute Option, aber wie es aussieht, wo. Okay, für ihn ist er ist sozusagen weg. Okay, dann. Was war denn der? 99, der wäre natürlich. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Baku 18, naja, okay. Bremo wäre halt eine Option, aber der kostet zu viel. Wir müssen irgendwas, was mal an die 60. 60 kommen, okay. Der Jung wäre aber Potten, ne? Das haben wir immer nicht. 71, wäre Dias, wäre weg, okay. Er war bei einem, er könnte man nehmen, aber dafür ist er noch. Bei ihm 63, er wäre halt eine Option, Leute, für Timber. 25, 114, ne, Conte, 99. Der ist halt weg, 6,74. Er wäre, schauen wir mal, ob wir ihn kriegen mit Team 4, so 55. Ja. Guck mal, so an die 55, weil wir brauchen ja, noch einen Innenverteidiger, wäre es halt noch einen üben. Noch. Weil dann haben wir ja beim letzten Karrieremodus ja auf die 90 hochgekriegt, Leute. Dann haben wir ja letztens auf die 90 hochgekriegt, Leute. Wiederverkaufspreis. Transfersumme würde ich sagen, nochmal 50. Werden wir, schauen wir mal, 50 Millionen. Okay, ihn kriegen wir auch nicht, okay. Ja, das ist so. Wir müssen gucken, Matip wird.
Mein Tipp wird auch nicht kommen. Okay, mal. So, jetzt wir brauchen noch einen guten. R4 Bogen wäre. Okay, er könnte man. Das Problem, Innenverteidiger. Kriegen wir ihn auf die Innenverteidiger? James wäre halt Option. Okay. Fing und Bong wäre halt in dem Preissegment, wo wir hätten, Leute. Fing und Bong wäre in dem Preissegment 71, wo wir drin wären. Der wäre halt in dem Preisding Fing und Bong Timber. Ja, 5 mit Romero, okay, 5. Valverde wäre einer. Er wäre nicht ganz so. Okay, Rüdiger, nein. Der wäre ein Ding drin, okay. 100, ne, weil nur noch 16, also der ist preiswert, aber er wird nämlich. Aber dann wäre wirklich für den Bon noch die. Weil werde die. Tar wären, naja. Boah. Wer Timber, merken, wäre eigentlich. Matthias, der wäre 80. Der wäre halt mega, aber da müssen wir 134 zahlen. Das. Okay, bei ihm wäre. Primo, alles Baku, die Low. 25 die Preiswert. Okay, das Problem, kriegen wir ihn auf die Innenfahrt. Er wäre 5, 8, halt auf, groß, er wäre groß. Das ist halt das Ding. Kriegen wir ihn auf die Defensivposition. Das wäre halt die. Das ist halt aber, Leute. Ich würde fast sagen, Leute, dass wir für heute Feierabend machen. Somit sagt euer Peter Gaming, tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.